Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Story of Seasons, A Wonderful Life. Was sagt denn der Wetter? Heute soll die Sonne scheinen. Heute nicht irgendwie ein Fest? Event. Ach, hey, Maike. Ach, stimmt. Das Tal ist wieder mit einer sensationellen Ernte gesegnet worden. Da wird es Zeit, das Herbstbankett zu veranstalten. Wir werden uns um einen riesigen Topf voller Essen versammeln, um der Erde zu danken und für eine gute Ernte nächstes Jahr zu beten. Sehr gut. Lou und ich werden drüben im Gasthaus alles vorbereiten. Es wäre eine enorme Hilfe, wenn du vorbeischauen und auch Hand anlegen könntest. Wir werden zwischen 10 und 17 Uhr dort sein, also mach dir keinen Stress, denn du heute noch andere Dinge zu erledigen hast. Dein großer Topf nur mit Gemüse von mir ist ziemlich fad, also wäre es erste Sahne, wenn du etwas von deinem Hof mitbringen könntest. Natürlich nur Essbares. Ach ja, und zubereitete Speisen, Kräuter und Fisch nehmen wir nicht. Nicht vergessen. Es ist natürlich kein Muss, irgendwas mitzubringen. Du bist auch ohne Zutaten herzlich eingeladen, zum Bankett zu kommen. Also, zusammengefasst, was mitbringen kannst, dass weder ein fertiges Gericht, noch ein Kraut, noch Fisch ist, dann komm zwischen 10 und 17 Uhr zum Gasthaus. Ich freue mich schon auf dich. Ich denke mal, ich nehme eins der gekreuzten Früchte mit, die wir auf Ess haben. Das war jetzt so meine Idee dahinter. Oh, ich habe einen Dreckspatz. Noch irgendwo ein Dreckspatz? Nö, sieht nicht so aus. Aber ist ja in Ordnung. Da wir ja noch ein bisschen Platz haben allerdings, ne? Haben sich da schon wieder so zwei zusammengefunden, die gesagt haben, wir knutschen? Nee. Nee, haben sie nicht. So. Also keine Kräuter etc. pp. Aber das kennen wir ja schon. Okay, hier ist. Wir haben schon den 5. ey. Hier liegt doch alles jetzt gerade auf dem Boden, was ich halt noch nicht so gesammelt hatte. Ja, so rum wollte ich. Lag hier noch was rum? Tomate, sie blüht jetzt. Dann wollte ich kurz mal hier reingucken. Ja, so ein Kuschel. Riecht nach Chicken McNuggets. Obwohl, das ist Ente, ne? Die haben aber auch reingehauen, du. Dann wollte ich erstmal die Sachen hier wegbringen. Die Sachen, die ich verkaufen kann, die werden natürlich verkauft. Es ist irgendwie seltsam, jetzt keine Kuh mehr zu haben. So, das darf ich ja eh nicht. Hätte ich hier nichts drin? Habe ich alle schon? Ah, habe ich anscheinend alle schon. So, dann holen wir uns jetzt mal so, ein krasses Produkt. Und was habe ich denn ganz viel? Na komm, Winnie kommt einmal raus. Tatsächlich, ja, ich habe das voll verhaftet, dass da Dings ist.
dass wir... Also ich wusste, dass wir jetzt irgendwie heute oder morgen Feiertag haben, aber ich habe es ein bisschen verkalkuliert, dass es heute war. Aber wir haben ja zum Glück immer Feldfrüchte im Kühlschrank. Und ich denke, komm, Winnie ist eine doppelte gekreuzte Frucht. Ne? Aus zwei gekreuzten Früchten haben wir Winnie gemacht und Winnie ist S. Also noch eine bessere Qualität wäre S+, aber das geht ja schon gar nicht mehr. Es geht höchstens bei den Tieren wahrscheinlich. Aber nicht bei den Feldfrüchten, weil meine werden ja zum Beispiel gar nicht mehr gedüngt. Also die meisten von denen. Weil S halt das Nonplusultra schon ist. Was ich jetzt machen will, ist, ich will einfach erstmal nur ein Blümchen. Mal sehen, ob Wann sagt, ja, ist super lecker. Es wäre eigentlich, also eigentlich müsste Wann sagen, komm, das ist super lecker, weil eine richtig krasse Frucht und dann halt noch beste Qualität, die gerade geht. Wäre schon ein bisschen gemein, wenn er sagen würde, nö, finde ich doof. Morgen gibt es dann wieder neue Aufgaben. Dann haben wir ja den 6. Ey, dann haben wir schon den 6. Herbst einfach. Also jetzt habe ich das Gefühl, jetzt rennt es wieder. Jetzt geht es wieder ganz schnell vonstatten. Also es war auf jeden Fall eine gute Idee, das offscreen aufzunehmen und dann immer mal wieder nur 2 Tage zu machen. Klar, das zieht so ein bisschen die Partlänge, ne? Also das zieht jetzt, wir werden über 100 Parts haben. Aber, ich finde es so ehrlich gesagt angenehmer. So macht es jetzt halt wieder mehr Spaß, das zu spielen. Weil ich weiß, es ist jetzt nur den und den Tag. Ich kann im Prinzip auch abkürzen, wenn ich möchte. Also so einen Tag mal in die Stadt gehen. Und ehe du dich versiehst, ist dann schon wieder halt eine Jahreszeit um. Und dann denkst du so, oh mein Gott. Und wir sind ja schon im 5. Jahr. Im 5. Jahr. Und wenn wir den Herbst fertig haben, dann sind es nur noch 5 Jahreszeiten. Ich kann mir vorstellen, dass sich das im Winter wieder ein bisschen zieht. Wenn wir im Winter sind. Aber läuft schon. So, ich bin soweit. Ach, Maika, du kommst genau im rechten Augenblick. Du bist doch auch beim Herbstbankett mit von der Partie, oder? Ja. Also dann, hast du was von deinem Hof dabei? Na klar. Sehr verbunden. Und was ist es Schönes? Du kriegst den Winnie. Huch. Das wird sich gut im Kochtopf machen. Hoffe ich doch. Also ich musste erst gucken, ob sich das auch wirklich lohnt, ob ich da auch wirklich was mitgebracht habe. Ab geht's! Bester war so freundlich, uns eine großzügige Portion Gemüse von ihrem Hof zu spenden. Ich habe auch was mitgebracht. Jetzt fehlt nur noch das i-Tüppelchen. Wir geben das dazu, was Maika mitgebracht hat. Oh, na, das riecht vielleicht gut. Ich würde sagen, es ist an der Zeit, das zu servieren. Einen kleinen Moment. Ey, so ein großer Topf für so ein paar Leute, ne? Alles klar, Leute. Greift zu. Und man muss ja auch überlegen, wir sind ja... Esst so viel ihr wollt. Das Dorf ist eigentlich viel größer. Du meine Güte, das muss die köstlichste Herbstbankettsuppe sein, die ich jemals gegessen habe. Ja!
Es ist noch reichlich da, Wann. Also lass dir Zeit und lass es dir schmecken. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Vielen Dank. Wann? Die Gabe, die Maika freundlicherweise mitgebracht hat, hat alles einfach perfekt abgerundet, wenn du mich fragst. Okay, dann haben wir das auch mal gesehen. Sehr gut. Das wär's für das Herbstbankett dieses Jahr. Kommt auch nächstes Jahr wieder feiern, okay? Hoffen wir auf ein weiteres herzhaftes Bankett nächstes Jahr. Also wissen wir Bescheid, sobald wir Winnie haben. Kreuzen und düngen bis zum bitteren Ende. Ah, Pui ist auch wieder da. Piu, piu. Piu, 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 piu. Redest du nicht mit mir? Doch jetzt. Hm? Grüß dich und hallo. Ein Trip zur wunderbaren Kokosnussinsel. Ja, hier. La 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 la. La 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 la. Ich hoffe, du kommst bald wieder. So nah und doch so weit. Ja, hättest du dir mal, hättest du mir die Sichel nicht gegeben, hättest du schon längst da sein können. Mein ja nun. Also wenn wir zurück sind, ist es so 20 Uhr. Ich müsste sonst bis 17 Uhr warten. Komm. Ja, los gehen wir. Aber ich hätte auch pennen können, fällt mir gerade ein. Ich hätte mich ja auch hinlegen können. Ich hab doch den Wecker. Ich werde beim nächsten Mal daran, hoffentlich daran denken. Aber wir haben doch den Wecker. Und beim Wecker war es ja so, dass ich dann sagen kann, ey, ich möchte da ganz gern aufstehen. Ich meine, schlafen wir noch nicht alle. Ihr schafft das schon. Seid nicht so. Ja, okay, manche schlafen. Gebe ich zu. Manche haben gepennt. War vielleicht ein bisschen unglücklich. Aber sie haben es überlebt. Ne, guck mal, meine Sachen werden schon gar nicht mehr gedüngt einfach. Weil es halt schon beste Qualität ist. Aber ich glaube, würde ich das Spiel nochmal spielen, ich würde ganz anders vorgehen. Hey, die sind sogar fertig. Ich würde, glaube ich, ganz anders vorgehen. Ich würde von vornherein mir einen Plan machen. Wegen Kreuzen. Ich würde mir vorrangig überlegen, hey, wegen Düngen natürlich auch, ne? Und ja. Ich würde beim nächsten Mal wirklich mit eher mit Plan rangehen. Dann würde ich halt auch noch gucken. Ja, es ist 22 Uhr, stell dich nicht so an. Ich würde dann auch einfach gucken, wie sieht das aus mit Freundschaften? Was will jede Person und versuchen, so gut wie möglich dann die Sachen zu machen. Aber das ist ja hier noch mein erster Blindflug. Auf jeden Fall. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 6, 8. 10, 12, 14, 16, 18. Einnahmen 55.000. Was sagen meine Steckrüben? Wanner Steckrüben? Ganz normale Steckrübe. Steckrübe habe ich schon. Ja, gut, dann kann ich auch alles denn morgen verkaufen. Ab ins Bett! Ah, wir träumen von Milka, die wir weggegeben haben.
bevor ich vergesse, Pipo, die großen Tiere werde ich heute füttern. Mach dir keine Sorgen. Das ist so schön. Oh, ich war auch bei den Dings nicht, fällt mir gerade ein. Du musst sie zwar nicht füttern, aber das ist egal. Weil es scheint ja die Sonne. Was soll, willst du denn da füttern? Auch ein Dreckspatz dabei? Nee, scheinen alle sauber zu sein. Geh einfach random jetzt hier kurz die Dings. Machen wir mal ganz kurz hier. Random die Schafe lang. Vielleicht bringt das ja was. Ach, da lag noch einer. Sieh mal einer an. Hast du eigentlich noch genug? Ihr habt noch genug? Was ist mit dir? Du hast auch noch genug? Genauso. So, das sortieren wir mal. Konnte ich das? Ja, das Hühnerfutter da in die Dings zu tun, bringt nichts. Mal gucken, was sie an Aufgaben wollen. Ich möchte einer meiner Lieblingspullover flicken, aber ich brauche mehr Wolle. Hat jemand welche abzugeben? Einmal goldene Wolle. Klar doch. Ich habe von Nina geträumt. Ist deine Forelle, Schatz. Ich kann nicht nein sagen. Hat wer eine? Große Regenbogenforelle. Okay. Ich glaube nicht, dass ich eine Regenbogenforelle habe. Masu, Masu, Masu. Hat ich nicht... Enzyklopädie. Büsche. Mal so. Erstmals gefangen im Winter. Ein Fisch, der manchmal flussabwärts oder in einer Waldquelle gefunden werden kann. In der Waldquelle. Also hinten oder wie? Aber im Winter. Wie lange haben wir Zeit für die Forelle? Das ist 4 Tage. Ja, super. Und auch das in 4 Tagen. Naja, das mit der Wolle würde ich vielleicht hinkriegen, weil die müssten doch jetzt irgendwann mal wieder soweit sein. Also das könnte eine Waldquelle sein, aber ich hätte auch das jetzt als Waldquelle gezeichnet. Schauen wir mal. Also dass es jetzt gerade zu lange mit der Animation dauert, könnte jetzt ein Zeichen sein, dass es ein großes Ding ist.
Ein Forellenbarsch, ja, ein großer, aber schon mal eine Forelle. Wir sind schon mal bei den Forellen. Ich glaube, ich gehe doch lieber zum Wasserfall einfach. Sag mal, darf ich dir was beibringen? Sandwich. Oha. Eher vielleicht doch lieber zu dem... hätte ich gesagt, eher zu dem Wasserfall, weil wenn die flussabwärts strömen, dann müssen sie ja eh schon in dem Ding drin sein, ne? Forellenbächlein. Dass das hier die Quelle ist. Ja, wir machen mal. Wie weit können wir so lang? Ich kann aber auch nicht die Silberangel irgendwie aufladen oder so. Es ist auf jeden Fall ein großer Fisch. Hoffe ich zumindest. Gefleckter Saibling. Ja, gut. Vielleicht kommt er erst im Winter. Dann würde das aber keinen Sinn machen. Dass sie die Aufgabe jetzt schon stellen. Wir hätten die erst im ersten Winter oder so die gestellt. Das ist auf jeden Fall ein großer Fisch. Huchen. Nach Huchen sollst du suchen. Scheint auch wieder ein großer Fisch zu sein. Großer Masu. Also schön, dass wir große Fische fangen, ne? Aber leider nicht die Regenbogenforelle. Und hier ist es ja noch flussabwärts. Ein Huchlein. Huch! Plus abwärts. Ich meine, das ist ja hier plus abwärts, aber wie genau? Wenn man wenigstens mal irgendwie so einen Plan hätte, wo was sein könnte. XXL, sage ja, das ist nicht das, was ich mir erhofft hatte, weil flussabwärts ist genauso auch da hinten.
Ja, das wird ein kleiner Fisch sein. Ein Wasagi-Lein. Mann! Wie weit darf ich rein? Also bis hierhin. Na nun. Hier ist es genauso, ne? Aber guck mal, hier sind so drei Pilze, die mich massiv irritieren. Als wäre da was Bestimmtes. Vielleicht muss ich das fotografieren. Verwenden. Ja. Leider aber auch keine sehr gute Seite, wo ich sagen kann, hey. Von dem anderen kein Foto gemacht. Aber wo ich sagen kann, hey, da steht jetzt, was diese drei Pilze da sein sollen. Weil ich gehe mal davon aus, das hat irgendwas mit den mit unseren dreien Wichteln zu tun. Aber ich weiß halt nicht was, ne? Also wenn ihr das wisst, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Dann suche ich die. Wo seid ihr noch da? XXL Forellenbarsch. Also zwei haben wir schon. Ah, das ist ärgerlich. Wenn man es nicht weiß, ist es ärgerlich. Es ist auch nur ein Easter Egg oder ein Gimmick oder sowas. Aber die stechen halt so heraus. Das ist halt dieses Ding. Bloß abwärts. Wir können immer überall sein. Vielleicht auch erstmal so finde. Was ist er eigentlich? Ach so. Finde die Pilze, fotografiere sie und dann sprich die Dings drauf an oder so. Ich kann mir nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass das ein Wunder war. Habe ich da ein Blümchen vergessen? Anscheinend. Ich versuche es mal auch auf eigene Hand herauszufinden, aber schreibt es mir trotzdem gerne in die Kommentare, wenn ihr wisst, ob diese drei Pilze irgendwas zu bedeuten haben oder eher nicht. Wie kommt es, dass ihr jetzt da seid, ne? Aber wenn ich euch da beim Dings gebraucht hätte, dann nicht... Okay.
So, geht's allen gut? Alle sehen auch sauber aus. Ja. Mucki, Mann, ich auf. Die Enten und Hühner bewegen sich auch nur minimal von ihrem Platz, also von ihrer Hütte hier weg. Ich finde es auch interessant, wie unterschiedlich wir Eier kriegen einfach, ne? Manchmal habe ich das Gefühl, wir kriegen kaum Eier, denn auf einmal ganz viele, weil dann auch endlich mal die Enten Eier legen. Aber die Produktion ist manchmal ein bisschen seltsam. So. Holen wir uns noch. Sandwiches müssen wir machen. Sandwich könnte als Hauptspeise gelten. Ich meine, die machen schon satt. Das darfst du halt nicht vergessen, ne? Sandwiches machen auch satt. Ach nee, du bist ja nur eine Mache, ne? Du bist noch nicht fertig. Du bist schon fertig? Da sind die schon fertig. Seltsam. Tja, die Regenbogenforelle war leider nicht dabei. Wir müssten morgen auch beim nächsten Mal in die Mine gehen. Ich will noch mehr Stuff hiervon haben. Auch wenn wir ja so mal so ein bisschen Geld verdienen, aber trotzdem. Ich kann mir vorstellen, dass man beim Sandwich Ei braucht. Nach Rezept. Hauptgericht. Sandwich. Da ist doch ein Ei. Und Kräuter. Ja, eins reicht. Man muss es auch nicht arg übertreiben. Sieht sehr gut aus. Das sieht doch schon sehr gut aus. Ich wollte aber trotzdem noch die Eier verkaufen. Halt so seltsam. Aber gut, wir speichern. Wir gehen ins Bett, speichern dann ab und dann ist das auch hier wieder Part Ende. Von wem träumen wir? Ach, von diesem Bild da. Es schneit. Tagebuch speichern. Klar, jetzt kümmert sie sich nicht um die Tiere, ne? Das ist so klar. Sie kümmert sich immer dann um die Tiere, wenn es nicht sein muss. Aber gut, ich sag auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann gebt mir einen Daumen nach oben oder lasst ein Abo da. Sagt mir Bescheid, wenn ihr wisst, was es damit auf sich hat mit diesen Pilzen. Und bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und ciao.